Solange vor Gericht um das Trump'sche Einreiseverbot gestritten wird, dürfen Reisende aus den Verbotsländern trotzdem in die USA einreisen. Die meisten haben entweder die amerikanische Staatsbürgerschaft oder können gültige Visa vorweisen. Auf den Flughäfen spielen sich Szenen der Erleichterung und Freude ab. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist ein ganz besonderer Tag, glauben Sie mir. Ich bin sehr glücklich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich war wirklich in Sorge, glauben Sie mir. Mein Mann hat mich auf dem Laufenden gehalten. Sie sollen das Problem ja gelöst haben. Danke also, Leute. Ihr, die Zeitungen, die Reporter, alle haben einen guten Job gemacht. Danke, guys. I know you did a really an newspaper reporters. They did really a good job. Freudentränen gab es in San Francisco. Die erst 12-jährige Eman Ali war mit ihrem Vater vor einer Woche in Djibouti gestrandet. In Kalifornien kam es jetzt zur Wiedervereinigung mit dem Rest ihrer Familie. Eman ist als einziges Familienmitglied jemenitische Staatsbürgerin. Der Rest der Familie hat die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das kleine ostafrikanische Djibouti ist ein direkter Nachbar Somalias und des Jemen. Hier sind auch rund 40 Jemeniten hängen geblieben, obwohl auch sie im Besitz gültiger Visa sind. Am Sonntag durften sie dann einen Flug nach New York antreten, nachdem sich eine amerikanische Anwältin vor Ort für sie eingesetzt hatte.